Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Pokémon Schwarz 2 Erfahrungsberichtes, in dem ich euch in den einzelnen Folgen meine Erfahrungen und Meinungen näherbringen werde, die ich hatte, als ich zum allerersten Mal Pokémon Schwarz 2 als Nuzlocke gespielt habe. Beim letzten Mal haben wir uns von Sheryl den ersten Orden besorgt und sind auch in Vapydro City angekommen. Nun müssen wir uns also Mika, der Arenaleiterin von Vapydro City, stellen, um auch den zweiten Orden zu erlangen. Doch bevor ich das mache, habe ich mich erst dazu entschieden zu trainieren, da meine Pokémon doch etwas niedrig waren und wir im letzten Part auch ein neues Teammitglied gefangen haben. Und zwar Fisch, das Smogon. Ich wollte zwar eigentlich Magmi bekommen, aber hey, machst du nix. Dem bin ich nebenbei genau wie dem Riolu auch nochmal im Training begegnet, wollte ich nur mal erwähnen. Jedenfalls habe ich in den Vapydro-Werken angefangen zu trainieren. Und ja, natürlich habe ich auch die Trainer besiegt, aber in der 5. Generation gibt es eine wesentlich bessere Trainingsmethode. Ihr müsst wissen, die 5. Generation war sowas wie ein Soft-Reboot für Pokémon. In Schwarz und Weiß 1 konnte man während der Haupthandlung nur neue Pokémon fangen, die in Einhall hinzugefügt wurden. Und der Einhall-Dex ist eine ziemliche Kopie des Kanto-Dexes. Was ich damit meine ist, dass es sehr viele Einhall-Pokémon gibt, die die gleiche Rolle erfüllen wie Kanto-Pokémon. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass es in jeder Generation sowas wie den Anfangs-Nager, den Anfangs-Vogel oder den Anfangs-Käfer gibt. Aber die Einhall-Pokémon haben noch wesentlich mehr übernommen. Es gibt zum Beispiel sowas wie das Geowatz der Generation, das Machomai oder auch das Kikli und Nocturne. Viele stört das, aber ich persönlich finde, dass die meisten Designs unterschiedlich genug sind und ich sogar sehr viele besser finde. Was ich nur für dumm halte, ist zu behaupten, dass der Einhall-Dex nicht versucht hätte, von Kanto zu kopieren, weil das mehr als offensichtlich ist. Trotzdem finde ich, dass der Einhall-Dex mit zu den besten gehört, die wir jemals hatten. Also nein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass die 5. Generation schlecht ist, weil die Pokémon schlecht sind. Ich finde die fast alle fantastisch. Ja, sogar die Ponytox, ich finde den gut. Aber das Pokémon, um das es jetzt geht, ist die Chanera-Kopie Ordoch. Denn in der 5. Generation wurde das raschelnde Gras eingeführt. Und in diesem hat man auch so gut wie jeder Route eine sehr hohe Chance auf Ordoch zu treffen. Der Grund, warum das so gut ist, ist, weil Ordoch eine sehr hohe KP-Basis hat. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Erfahrungspunkte, die ein Pokémon vergibt, sich nach der KP-Basis richten. Das bedeutet, je höher die KP-Basis ist, desto mehr Erfahrungspunkte geben diese Pokémon. So kann ein Pokémon, welches zum Beispiel ein niedrigeres Level hat, aber eine höhere KP-Basis, mehr Erfahrungspunkte geben als ein höher geleveltes Pokémon mit einer niedrigeren KP-Basis. Und da man quasi eine unendliche Auswahl an Ordoch hat, kann man fantastisch in der 5. Generation trainieren. Das war wirklich die erste Generation, in der das Training wirklich leicht gemacht wurde. Vorher musste man sich immer irgendwelche Taktiken überlegen, wie zum Beispiel die Pension oder ähnliches. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr schade, dass es diese Methode nicht mehr in den neueren Teilen gibt. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wieso. Inzwischen haben wir halt einen EP-Teiler, der an jedes Pokémon Erfahrungspunkte vergibt. Dadurch muss man eigentlich aufpassen, dass man nicht überlevelt. Aber das halte ich für eine unglaublich schlechte Idee. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass wir einen EP-Teiler haben, der jedes Pokémon trainiert, da ich vorher das Training immer sehr anstrengend fand. Aber gleichzeitig ist er zu gut, was das Trainieren total unnötig macht. Ich persönlich würde mir einen Mittelweg wünschen. Also anstatt, dass jedes Pokémon im Team die Hälfte der Erfahrungspunkte bekommt, finde ich, dass man diese eher aufteilen sollte. Zum Beispiel, wenn man nur 2 Pokémon im Team hat, bekommen beide die Hälfte aus dem Kampf. Bei 3 Pokémon bekommt das erste zwar immer noch die Hälfte, aber die anderen nur ein Drittel. Ab 4 Pokémon kann man den anderen Mitgliedern ein Viertel geben, aber ich finde, man sollte nicht niedriger als das gehen. Das heißt, selbst mit einem vollen Team bekommt das erste Pokémon die Hälfte und der Rest des Teams nur ein Viertel. Dadurch wird das Training angenehmer gestaltet, aber es ist auch nicht zu leicht zu überleveln. Und dann sollte es noch möglich sein, auf solche Pokémon wie Ordoch zu treffen. Denn dadurch kann man sein eigenes Training nochmal beschleunigen. Und dadurch, dass man jetzt auch weniger Erfahrungspunkte bekommt, muss man wahrscheinlich auch wieder leveln. Und ich weiß, viele Leute hassen das Leveln, aber ich finde, zu einem gewissen Teil gehört es einfach zu Pokémon-Spielen und auch zu JRPGs einfach dazu. Aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es früher vorhanden war. Und so hat man in meinen Augen einen perfekten Mittelweg geschaffen. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Und man sollte sich entscheiden können, EP-Teiler auszumachen, Generation 8. Ich habe so gute Ideen, ich sollte bei Game Freak arbeiten. Jedenfalls trainieren wir nun all unsere Pokémon zu Ende. Und Krypto entwickelt sich endlich zum wahren Goat des Runs, Swatronen. Seht ihn euch an, so ein Geiler. Und mein Larry entwickelt sich zu einem Terrybug. Und nun fordern wir auch die Vapydro City Arena heraus. Und diese Arena gehört mit zu einem der absolut beliebtesten, die es jemals in der Pokémon-Reihe gab. Und ich bin ehrlich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das Gimmick der Arena ist nämlich, dass Mika nicht nur eine Arenaleiterin, sondern auch eine Sängerin ist. Sie ist Leiterin einer eigenen Band. Und diese Band spielt in der Arena. Das heißt, man hört, während man in der Arena drin ist, den Song, den Mikas Band komponiert hat. Mit Gesang und alles drum und dran. Aber es wird sogar noch besser. Denn jedes Mal, wenn man ein Mitglied von Mikas Arena besiegt, hört dieses auf zu spielen.
Und dadurch verstummt langsam aber sicher jedes Instrument, bis man bei Mika angekommen ist. Und ich finde dieses Gimmick so unendlich geil. Ja, das ist kein Rätsel oder sowas, aber das braucht es auch in meinen Augen nicht unbedingt, dafür, dass es so ikonisch ist. Ich meine, das geht so weit, dass sich Leute immer noch darüber aufregen, dass wir in der 8. Generation einen weiteren Arena-Leiter bekommen haben, der eine Band hat, aber einfach nicht singt. Und das stimmt halt auch einfach. Man schafft es auf der Switch, keinen Gesang einzuprogrammieren, obwohl man es auf dem DS bereits geschafft hat. Das ist mehr als nur peinlich. Aber hey, dadurch wird Mikas Arena halt noch geiler. Wir klatschen halt wie immer die Vortrainer und starten unseren Kampf gegen Mika. Und ich habe mir einen ganz besonderen Plan hierfür überlegt. Ich habe meinem Terrybug die TM Kraftschub gegeben. Mit dieser kann es seinen Angriff und Spezialangriff jeweils um eine Stufe steigern. Und außerdem hat es die Attacke Rückkehr, wodurch es halt mehr Schaden macht, je höher die Freundschaft ist. Meine Idee war es also, gegen das Smogon von Mika so oft Kraftschub einzusetzen, dass ich dann einfach mit Rückkehr durchgehen kann. Und das scheint auch richtig gut zu funktionieren. Ich booste mich und besiege mit einem Schlag das Smogon. Und nun schickt Mika ihr Signatur-Pokémon Rollum in den Kampf. Ich war noch auf einer relativ guten KP-Basis, weshalb ich dazu entschieden habe, erstmal anzugreifen, um zu hoffen, dass ich es halt besiegen kann. Leider überlebt das Rollum im roten Bereich und ich werde durch seine Fähigkeit auch noch vergiftet. Das ist ziemlich unpraktisch, denn die Arena-Attacke ist Giftschock, die doppelt so viel Schaden macht, wenn das Ziel vergiftet ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie jetzt einen Heiltrank einsetzen würde, weshalb ich mich selber einmal hochheile. Damit ich halt einen Giftschock überleben kann, vor allem, weil ich nicht weiß, wie viel der letztendlich macht. Mika greift mein Terrybug mit Giftschock an, das macht wirklich sehr viel Schaden, wodurch ich mich nicht dagegen gegenheilen kann. Und meine Rückkehr besiegt das Rollum natürlich wieder nicht. Deswegen entscheide ich mich dazu rauszuwechseln, da Giftschock prinzipiell keine so starke Attacke ist, wenn ich nicht vergiftet bin. Und Rollum hat so wenig KP, dass ich es mit jedem Angriff besiegen kann. Das Problem ist nur, dass dieses Rollum tatsächlich in diesem Moment Verfolgung einsetzt. Und dadurch wird mein Larry besiegt. Oh mein Gott, will die mich verarschen? Vergesst nicht, Leute, ich habe noch nie Pokémon Schwarz und Weiß 2 gespielt. Ich gehe komplett blind in diese Kämpfe rein und weiß nicht, was die Gegner für Attacken haben. Ich fühle mich gerade mega verarscht. Ich gehe auf jeden Fall in Krypto, besiege das Rollum und kriege den zweiten Arena-Orden. Aber zu was für einem Preis, frage ich euch. Zu was für einem Preis? Allerdings können wir nicht stehen bleiben und müssen unsere Reise fortführen. Und als nächstes müssen wir nach Stratos City gelangen. Das Problem ist nur, dass Mikas Vater der Captain ist, der das Boot nach Stratos City fährt. Doch dieser hat sich dazu entschieden, kein Captain mehr zu sein, sondern er möchte nun Schauspieler werden. Und wir müssen ihn davon überzeugen, wieder das Boot zu führen. Und dadurch werden wir gezwungen, das beschissenste Feature in ganz Pokémon zu spielen. Fucking Pokéwood. Und mit Feature meine ich nebenbei nur andere Spielstile, die in die Spiele eingebaut werden. Sowas wie Wettbewerbe, Mantax-Surfen oder ähnliches. Denn ich bin ganz ehrlich, mit Dynamax hat die 8. Generation wahrscheinlich das meistgehasste Gimmick überhaupt eingeführt. Aber wie gesagt, Pokéwood ist wahrscheinlich das schlechteste und wahrscheinlich auch das unbeliebteste Feature. Denn das Problem ist, du musst Pokéwood spielen. Und es ist einfach nur mehr als nur langweilig. Denn erstmal wirst du mit Dialogen über Dialoge zugeballert und dann musst du auch noch einen gescripteten Kampf spielen, um einen kleinen Film zu machen. Es ist wirklich mehr als nur nervig. Das Ganze hier dauert viel zu lange und ich muss das jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, spielen. Ich weiß, dass es Fans von diesem Feature gibt. Und man soll auch kleine, coole Filme damit machen können. Aber wieso werde ich gezwungen, das hier zu machen? Noch ein weiterer Beweis dafür, dass die 5. Generation mich einfach nicht tun lässt, was ich will. Und ich habe ja auch erwähnt, dass ich Schwarz und Weiß 2 schon öfters abgebrochen habe. Und das ist jedes Mal kurz nach Pokéwood passiert. Entweder währenddessen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, oder danach, als ich bei Stratos City angekommen bin. Ich habe maximal noch den 3. Orden gemacht und danach hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und dieses Feature ist ein ganz großer Grund, warum. Allerdings schaffe ich es auch, das irgendwann hinter mich zu bringen und Mikas Vater davon zu überzeugen, wieder die Fähre nach Stratos City zu fahren. Denn ich erkläre ihm, dass er kein bisschen schauspielerisches Talent hat und er aufhören soll, alle anderen das Leben schwerer zu machen, nur weil er eine Midlife-Crisis hat. Und das hat auch funktioniert. Aber natürlich können wir uns auch jetzt nicht auf den Weg nach Stratos City machen, denn wir treffen am Hafen wieder einmal auf die Mitglieder von Team Plasma. Und ihr Ziel ist es, uns unsere Pokémon zu klauen. Allerdings sind sie immer noch inkompetent. Also besiegen wir sie kurz, damit wir endlich weitergehen können. Aber nein! Die hauen einfach ab und jetzt müssen wir den Weg wieder zurücklaufen, um die Mitglieder zu finden. Ich sag es immer noch. Dieses Spiel geht mir bis zu diesem Zeitpunkt unglaublich auf die Nerven. Lass mich doch einfach vorankommen.
Also nochmal schön den ganzen Weg zurücklaufen, die Einzelmittel hier finden und dann kommen wir auch endlich in Stratos City an. Das wird auch echt langsam mal Zeit. Und angekommen muss ich einfach sagen, mein Gott, sieht das scheiße aus. Das ist für mich das Paradebeispiel, warum ich die fünfte Generation wirklich hässlich finde. Es ist verpixelt, ich kann nichts erkennen und das ist wirklich grausam für die Augen. Ich bleibe dabei, die fünfte Generation ist grafisch gesehen ein Rückschritt zur vierten. Weil hier für mich einfach nur versucht wurde, irgendetwas aus der Konsole rauszuholen, was einfach nicht rauszuholen ist. Das sieht man hier, wie auch an der Brücke zu Stratos City. Das ist wirklich furchtbar. Matiss fällt allerdings etwas komplett anderes auf. Und zwar, dass sich eine riesige Fregatte am Hafen befindet. Und ja, die ist auf jeden Fall ziemlich auffällig. Ob die später wohl noch eine größere Rolle spielen wird, man weiß es nicht. Allerdings werden wir dazu erst sehr viel später etwas erfahren und ich entscheide mich dazu, nach Items in der Stadt zu suchen. Als wir die Stadt betreten, bekommen wir als allererstes einmal ein Fahrrad geschenkt. Aber ich weiß, dass es in dieser Stadt sehr viele verschiedene Items zu finden gibt. Unter anderem TMs, aber auch den Evoliten, den ich unbedingt für meinen Zwotronin haben will. Denn zusammen mit dem Evoliten habe ich mit meinem Zwotronin endlich eine wahre Giga-Chat-Ausstrahlung. Außerdem ist es mir möglich, auf der Route über Stratos City ein neues Pokémon zu fangen. Und dort gibt es wirklich unglaublich gute Encounter. Ich könnte Flampion bekommen, welches unglaublich gut gegen die dritte Arena wäre. Garnovil, was mir wirklich gegen die vierte Arena helfen würde. Und Zurokex, welches insgesamt einfach ein sehr solides Pokémon ist. Vor allem, wenn es Bedroher hat. Deswegen versuche ich ein weiteres Mal mein Glück auf einen neuen Encounter. Und ich kriege Undratitox. Ist das, weil ich vorhin gesagt habe, ich mag die Ponytox? Ist das die Strafe dafür? Bro, ich hätte Flapivian oder Ravigato haben können. Meine Encounter in diesem Run sind das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber hey, ich habe ja immer noch Zwotronnen. Und als der Giga-Chat, der ich jetzt nun mal bin, möchte ich natürlich die dritte Arena herausfordern. Allerdings scheint Arti, der Arenaleiter, nicht auffindbar zu sein. Und genau in diesem Moment kommt Lilia vorbei. Sie hatte im Anime eine größere Rolle als Ash-Begleiterin, aber sie war in Weiß 1 tatsächlich auch die achte Arenaleiterin. Und sie scheint wohl auf der Suche nach Team Plasma zu sein und diese scheinen sich in der Kanalisation zu befinden. Und wie der Held, der wir nun mal sind, entschließe ich mich natürlich dazu, Lilia bei ihrem Kampf gegen Team Plasma zu helfen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir ein ganz besonderes Teammitglied finden, gegen Team Plasma in der Kanalisation antreten und uns an den dritten Orden wagen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und tschüss.